Wie viel Leid ist zu viel? Ihr Lieben, ich möchte heute über eine der schwierigsten Fragen mit euch sprechen, die wir Menschen uns stellen sollten, nämlich, warum lässt Gott zu, dass wir leiden? Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Kardinal. Ich bin CEO der Smarana-Gruppe. Die Smarana-Gruppe ist in Deutschland, der Schweiz und Österreich über unsere Partner vertreten. Und ich kann sagen, dass Smarana eine der größten Anbieter im spirituellen Bereich an Webinaren zur Weiterbildung und Bewusstseinserweiterung ist. Das zu mir. Jetzt gehen wir wieder zu dem Thema, wie viel Leid ist tatsächlich zu viel? Wie viel Leid können wir Menschen ertragen oder müssen wir Leid ertragen? Hat es etwas mit unserer spirituellen Entwicklung zu tun? Warum gibt es so viel Leid? Denn gerade jetzt, wenn wir in die aktuelle Zeit schauen, gibt es tatsächlich sehr viel Leid und es gab auch immer wieder jedes Jahr Katastrophen, wo die Menschen sehr gelitten haben. Und die große Frage taucht auch immer wieder in Gesprächen mit meinen Kundinnen auf und mit euch auf. Warum lässt Gott dieses Leiden zu? Ich werde euch auch erklären, ob Gott dieses Leiden lösen kann und warum es im Moment noch da ist. Und wir werden am Ende des Videos eine ganz intensive, wundervolle Meditation, ein Channeling machen, in welchem wir unser persönliches Leid auflösen können. Ja, jetzt ist einfach die große Frage, warum gibt es so viel Leid und wie viel Leid ist uns tatsächlich zu viel? Kann es sein, dass es zu viel Leid gibt? Menschen halten an Leid fest. Ich habe das selbst mal erlebt, da war ich unbewusst in einer Leidenssituation und habe das nicht erkannt. Mein Ex war damals Alkoholiker und ich habe darunter gelitten. Ich habe auch darunter gelitten, wie er mich ständig angeschrien hat. Das ist jetzt was ganz Persönliches, was ich euch erzähle. Ich war in einer Leidensposition und habe das nicht erkannt. Und dann bin ich zu einer sozialen Stelle gegangen, wo es eine Beratung gab, eben gerade für Frauen oder für Männer, wo der Partner eben ja Alkoholiker war. Und dort habe ich in dem Gespräch erkannt, dass ich in einer Leidensposition war. Und von dem Moment ab, wo ich das erkannt habe, habe ich mein Leben geändert. Ich habe also grundsätzlich alles geändert und bin dadurch wieder aus dieser Leidensposition herausgekommen. Jetzt könnte man das nochmal von einem anderen Blickpunkt betrachten, nämlich von dem Blickpunkt, wo du über den Dingen stehst und diese Lage betrachtest, dass die Seele, in dem Moment meine Seele, die Erfahrung gemacht hat, zu leiden unter diesem enormen Druck der Beziehung, die sich da aufgebaut hat. Und letztendlich das Ganze stattgefunden hat, weil die Seele diese Erfahrung machen wollte. Also könnte man sagen, dass Leiden auch eine Erfahrung ist. Eine Erfahrung, die Menschen machen, weil die Seele sich das wünscht, um sich weiterzuentwickeln, um weiterzukommen. Es ist auch eine Erfahrung, die wir nur machen können, wenn wir ein begrenztes Denken haben. Und dieses begrenzte Denken haben wir in der 3D-Situation, also jetzt in der aktuellen Situation, wo wir auf der Erde leben, inkarniert sind. Sobald wir in die Schritte des Erwachens gehen, sobald wir erkennen, dass unser Denken begrenzt ist, ja, oder dass wir uns einfach auch von der Gesellschaft eingrenzen lassen,
sind wir in der Lage zu leiden. Sobald wir aber beginnen, uns in die höheren Dimensionen des Bewusstseins hineinzubegeben und die Unbegrenztheit erleben und auch die Erfahrung machen, dass nichts begrenzt ist, sondern wir uns ständig selbst, unbewusst natürlich, meistens unbewusst begrenzen. Wenn wir diese Erfahrung machen, dass noch, dass alles möglich ist, dass das Universum grenzenlos ist, dass Gottes Liebe grenzenlos ist, dass dein Wille grenzenlos ist, dass deine Gedanken grenzenlos sind, sobald wir das begreifen, kommen wir aus den Leidenssituationen hinaus. Weil wir können dann nicht, ich bin so aufgeregt, das zu sagen, weil wir können dann nicht mehr leiden. Wir können nicht mehr leiden, weil wir sehen, dass das Leiden zu der Eingrenzung unseres Willens, unseres Verstandes, unserer Situation gehört, dass es eben eine Erfahrung ist, die wir im Laufe unseres Lebens machen. Und wer das erkannt hat, kommt in eine ganz andere Ebene, nämlich in eine Ebene der vollendeten Gesundheit. Man macht das nicht mit einem Schritt. Ja, das ist, Erwachensschritte sind sehr vielfältig und vielzählig auch in unserem ganzen Leben. Aber das Ziel, jetzt zu kennen und dann darauf hinzusteuern, in diese andere Bewusstseinsebene hineinzukommen, ist die Richtung 5D, die fünfte Dimension. Dort haben wir nicht mehr das Gefühl der Begrenzung. Und deswegen ist dieses Gefühl des Leidens nicht mehr da. Und aus diesem Grunde lässt Gott auch dieses Leiden zu. Gott weiß ganz genau, dass wenn du in 5D bist, nicht mehr leiden wirst. Und jetzt frage ich euch aber, oder ich mich selbst auch, wie lange lässt Gott dieses Leiden noch zu? Und da kommt ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. So für mich war das wichtig und vielleicht ist es jetzt auch für dich wichtig, wenn du das hörst. Er lässt es so lange zu, wie die Menschen am Leiden festhalten. So lange zu, wie die Menschen in der aktuellen Situation gerne bleiben möchten. Das ist etwas ganz Schwerwiegendes, was ich jetzt gesagt habe. Es geschieht ja auch viel unbewusst und viele Menschen sind noch gar nicht so weit, dass sie ans Erwachen überhaupt denken, dass sie über den normalen Tagesablauf von Aufstehen, Frühstücken, Arbeiten, nach der Arbeit, Fernsehen, ausruhen, dass sie über diesen Ablauf gar nicht hinausdenken und gar nicht auf die Idee kommen, aus der Leidenskrise hinausgehen zu können. Wir brauchen auch, oder anders gesagt, viele Menschen brauchen auch den Schmerz des Leidens als Erfahrung. Also es ist einfach eine ganz große Erfahrung, welche die Seele braucht, die uns aber letztendlich in die göttliche Evolution hineinführt, die unendlich groß ist, die unbegrenzt ist und die uns verstehen lässt, was wir in Wirklichkeit sind. Und sobald wir uns bewusst werden, warum wir jetzt leiden, es gibt ja auch, ich gehe jetzt mal in die Kindererziehung, gehe ich mal in so eine Situation hinein, die Mama sagt, zum Baby, du darfst nicht auf die Herdplatte greifen, wenn die jetzt heiß ist. Das darfst du nicht machen. Das ist so eine Erfahrung. Und manche Kinder greifen aber da drauf. Und das ist jetzt, und in dem Moment ist ja auch eine Leidensposition, wo du dich verbrennst und denkst, aua. Und diese Erfahrung des Leidens, eine Schmerzempfindung, das ist eine Erfahrung, die Seele braucht. Sonst hätte ja das Kind nicht das gemacht, obwohl es die Mama ja schon gesagt hatte. Also in dem Moment braucht der Mensch einfach seine eigene Erfahrung. Das heißt, viele können dir sonst was erzählen, du glaubst es nicht, weil du selbst die Erfahrung eben noch nicht gemacht hast. Also brauchen wir einfach auch die Schmerzerfahrung, um zu erkennen, dass
dass wir leiden in dem Moment, aber auch um zu erkennen, dass es ein Fehler war, jetzt auf diese Herdplatte unsere Hände zu legen. Und das Erkennen des Fehlers, das bringt uns in die andere Position, in dem Moment, wo wir erkennen, dass die Leidensposition, in der wir waren, ein Fehler ist, ein Fehler war, den wir selbst vielleicht verursacht haben, beginnt automatisch eine energetische Reinigung. Durch das Erkennen reinigt sich unser emotionales Feld, unser mentales Feld und wir entdecken die Wahrheit und das Licht. Wir kommen dem viel näher. Wir entdecken unser eigenes Licht dabei und werden nicht mehr leiden. Also das sind die Schritte, die jeder von uns durchmacht. Und ich denke, jetzt durch dieses Gespräch, was wir ja zusammen haben, wird es dem einen oder dem anderen klarer und er kann seine Situation anders betrachten und dadurch lernen und dadurch in seinem Bewusstsein aufsteigen. Und wenn du mehr solche Botschaften von mir hören möchtest, wo du dein Bewusstsein erweitern kannst, dann solltest du meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, denn dann wirst du von YouTube immer informiert, wenn ich eine neue Botschaft der geistigen Welt für dich habe. Und wir werden jetzt gleich anschließend eine ganz tiefgehende Meditation zusammen machen, wo wir in das Feld des Erkennens hineingehen, der Reinigung und der Ausdehnung unserer Seele, um aus dem Leid hinauszukommen, wo der eine oder der andere von uns gerade steckt und vielleicht auch der eine oder der andere unbewusst drinnen steckt. Und das gar nicht erkennt. Also eine ganz wundervolle Meditation geschieht jetzt gleich. Und ich wünsche euch ganz viel Kraft, ganz viel Freude und Vergnügen dabei und ganz viel Heilung. Ich bereite mich jetzt vor. Und zwar mit Smarana. Mit meinem Ursprungslicht und der Fülle. Ich spüre, wie die Energie sich anhebt, währenddessen ich meinen Kanal öffne und meinen Kanal so ausrichte, dass er in die göttlichen Felder von Smarana hineintaucht, um dort die göttlichen Botschaften zu erhalten, die heute für uns wichtig sind und welche in dir, in jedem Einzelnen und in dir die Energien des Leidens so auflösen werden, wie es gerade richtig und gut ist. Und so öffnet sich ein Feld von Gottes Liebe. Du spürst es vielleicht als leichten Druck auf deinem Herzen. Und so bitte ich dich jetzt, dein Herz zu öffnen und diese große Liebe einströmen zu lassen. Denn es ist die Liebe Gottes, die reine Schöpferkraft, welche jetzt zu dir spricht. Ich danke sehr für diese Verbindung. Ich danke sehr, dass ich diese Botschaft überbringen darf. Und
Ich kann sehen, wie sich die Herzen öffnen und wie auch ganz viel Freude jetzt entsteht. Es ist die Freude deiner Seele, dass etwas Gutes geschehen wird, dass dir Heilung geschehen wird. Und wenn du dir erlaubst, dich so tief fallen zu lassen, wie es geht, dann wird dich die heilende Energie auch sehr tief erreichen. So öffne nun dein Herz noch ein wenig weiter. Und so lass dich auch noch ein wenig weiter tiefer in die Entspannung fallen und genieße die Energie, welche jetzt zu dir fließt. Es ist Gottes Liebe, welche die Strukturen des Leidens in deinem Unterbewusstsein lockert, welche sie so weit lockert, dass du erkennst, wo du selbst dich gefangen hast, dass du erkennst, wo du dir selbst Strukturen des Leidens auferlegt hast. Und sie ist so liebevoll und stark, dass sie dich jetzt fühlen lässt, wie es sich anfühlt, aus dem Leiden hinauszutreten. Es ist die Liebe Gottes, welche dir den Weg zeigt, zu erkennen, dass du die Erfahrungen gemacht hast und dass du bereit bist, aus dem Leid herauszutreten, dass du bereit bist, das Licht in dir und deiner Seele zu fühlen, dieses unendlich große, starke, weiße Licht aus deiner göttlichen Flamme, welches bereit ist, dich hinaufzuführen in die höheren Dimensionen des Bewusstseins, dorthin, wo dein ganzes Wesen sich danach sehnt, in die Einheit, in die göttliche Liebe. Und so lasse dies zu, lasse dich tragen von den Händen Gottes. Lasse dich dorthin tragen, wo du die Unbegrenztheit deines Seins erkennen darfst, und genieße nun ein wenig diese Energie. Ruhe dich ein wenig aus. Lass alles los, was dich belastet. Und lass auch ganz bewusst all das Leiden los. All das Leiden los, was du vielleicht sogar unbewusst oder bewusst trägst. Erkenne die Wahrheit. Erkenne, dass Gottes Liebe bei dir ist und dass du selbst es bist, der mit seinem eigenen freien Willen aus dem Leiden hinausgehen kann. Und so wird nun deine Seele ganz groß. Göttliche Energie durchflutet dich, dehnt dich aus und segnet dich.
Die Tropfen des Segens legen sich wie Balsam auf deine Seele. Und alles, was jetzt geheilt werden kann, wird heil sein. Die Tropfen des Segens werden dich heute begleiten. Den ganzen Tag wirst du sie fühlen und du wirst auch fühlen, dass Gottes Nähe, Smarana, bei dir ist. Und so bedanke ich mich aus der Tiefe meines Herzens für all das, was jetzt gerade geschehen durfte. Und ich komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Und auch du darfst Hände, Füße bewegen, deine Augen öffnen und wieder ganz hier sein. Namaste, Smarana. Schön, dass du heute hier warst und du diese wundervollen Geschenke erhalten durftest. Ich danke den Energien, es war so wundervoll. Und ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Ich umarme dich. Wir sehen uns zum nächsten Video. Ein Küsschen. Bis bald. Tschüss.